Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht es brillant. Das würde mich sehr freuen. Da wäre ich sehr entzückt, ja. Mir geht es auch sehr gut. Und ja, ich dachte mir, als nächstes muss ich mal wieder ein Video raushauen, was voll durch die Decke gegangen ist. Und dann dachte ich mir so, was kannst du machen? Und da ist mir sofort irgendwie in den Kopf gekommen, wie wär's mit einem zweiten Teil von einem Probleme-Video? Ich hatte ja schon mal ein typisches Probleme bei Mädchen-Video hochgeladen, ja. Und das ist so durch die Decke gegangen, liebe Freunde. Das hat mich sehr gefreut. Und deswegen dachte ich mir, was haben wir im Moment? Winter. Und dann dachte ich mir, wie wär's, wenn man passend zur Jahreszeit auch noch dafür passende Probleme in ein Video packt und statt dass ich sie hier einfach nur so runterratter, werdet ihr auch noch ein paar Demonstrationen bekommen. Und übrigens auch mal ein herzliches Hallo, Willkommen an alle neuen Abonnenten. Das sind so viele geworden. Ich bin sehr stolz auf euch. Es freut mich sehr. Und wie schon gesagt, ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Und ich bin Vanessa und ich hoffe, dass wir alle zusammen sehr viel Spaß auf meinem Kanal haben werden. Das ist mein Ziel, ja. Und falls du gerade neu bist und meine Videos noch nicht kennst, dann kannst du da unten gerne auf den Abonnieren-Button klicken. Hier unten ist er eingeblendet und da unten ist er auch nochmal. Da kannst du mich gerne kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn irgendwas von mir geupdatet wird. Genau wie von meinem Vlog-Kanal, da könnt ihr auch sehr gerne Abonnent werden, den verlinke ich euch hier oben mal. Und ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich übrigens sehr über einen Daumen nach oben freuen, weil das Filmen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, es war sehr viel Spaß. Muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach sofort an, weil das Intro ist viel zu lang und lasst uns beginnen. Und kommen wir auch schon zum ersten Problem. Das wäre typischer Winter einfach. Du denkst dir so, boah, so kalt sieht es draußen eigentlich gar nicht aus. Ziehst was Luftigeres an und du kannst die Blasenentzündung quasi schon schreien hören, weil die ist nämlich nicht weit entfernt, ja. Oder, komplett anderes Thema, ihr denkt, ach ja, ich glaube, heute ist es richtig kalt draußen. Es sieht so richtig kalt aus. Man zieht sich seine 5 dicksten Pullover an, seine Winterjacke, seine 3 dicksten Schals und noch eine Mütze. Und dann gehst du raus und du schwitzt dir deinen Arsch ab. Das passt ja wohl eher zu diesem Jahr Weihnachten oder Winter eher gesagt, weil wollen wir nicht drüber reden. Ne? Das zweite Problem ist, und was mich selber als molliger Mensch nervt, ist, man sieht so schon in allen Sachen logischerweise nicht dünn aus, wenn man nicht dünn ist. Aber im Winter, Leute, im Winter sieht es ja wohl nochmal 10 Kilo fetter aus. Wie soll man im Winter bitte dünn aussehen? Ziehst erstmal einen dicken Pulli an und über diesen dicken Pulli musst du deine Winterjacke noch anziehen und dann noch deinen Schal, deine Mütze, deine Handschuhe. Du siehst am Ende aus wie so ein zerquetschtes Michelin-Männchen. Du rollst dann nur noch durch die Stadt und du kommst dir vor wie eine Bowlingkugel. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Oh mein Gott, Leute, es gibt nichts Schlimmeres als ausgelaufene Fake-Ugg-Boots. Was wahrscheinlich auch alle langhaarigen Mädchen unter euch kennen werden, ist, es ist kalt, du machst dir keinen Zopf logischerweise, weil dir sonst deine Ohren abfrieren, heißt, du lässt deine Haare auf. Dafür, dass deine Ohren aber trotzdem nochmal extra nicht abfrieren, ziehst du noch eine Mütze an. Und damit du keine Halsschmerzen bekommst, einen Schal. Wenn du danach dann nach Hause kommst, hast du das Gefühl, du hast ein neues Haustier. Weil in deinem Nacken hier
bildet sich quasi so ein dicker Klops an irgendwas. Keine Ahnung, wenn du zwei Augen drauf malst, hast du ein neues Haustier. Hör mal, das ist ein Knoten, den kriegst du dann mal mit der Bürste raus. Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, was sich da hinten immer ansammelt. Auf jeden Fall sind die Haare danach so verknotet, dass du sie quasi in die Tonne werfen kannst. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, wo ich bis jetzt noch keine Probleme mit hatte, weil ich zum Glück eine Schreibtischlampe und eine Softbox habe, die beides Tageslicht liefern. Und ja, daher hatte ich damit noch nie Probleme. Aber wie soll man sich im Winter eigentlich, wenn es morgens um 7 Uhr immer noch stockdüster ist, wie soll man sich da bitte um alles in der Welt schminken? Hi, na? Hi. Wie geht's? Gut. Und selbst? Ja, mir geht's auch immer gut. Oh, was machst du heute noch? Ich habe leider keine Zeit, ich muss weg. Okay. Ciao. Scheiße. Okay. Das Schönste ist aber doch immer noch Winter, die trockenen Lippen, die man bekommt, genau wie die trockenen Hände und die komplett trockene Haut. Und das Perfekte ist ja immer noch, dank der netten Heizungsluft, die wir hier überall haben, wer freut sich nicht auf strohige Haare? Und es ist ja übrigens auch egal, wie viel Make-up und Lippenstift oder so, die dir draufklatschst, weil wenn du nach Hause kommst, ist deine Nase eh so rot, als wärst du Rudolf und deine Lippen sind blau und durchgefroren und ja. Ach, und übrigens, eine Diät im Winter, ne? Lasst es einfach. Lasst es einfach sein. Das ist, es bringt eh nichts. Wer kennt es nicht? Irgendeiner ruft an, man hat gerade seine Handschuhe an und kann logischerweise nicht dran gehen. Ja, hi. Ja, das wegen meinem Handschuh. Sorry. Und noch so ein typisches Mädchenproblem. Du hast hier gerade ganz schön frisch die Haare geglättet. Gehst raus, kommst raus und deine Haare platzen einfach so auf wie eine, keine Ahnung was, wie eine Zuckerwatte und du siehst aus wie so ein explodiertes Schaf. Und was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, das hat aber jetzt nichts mit Mädchenproblemen zu tun, sondern eigentlich komplett Probleme von everybody.
immer dann, wenn Winter ist, meckern alle rum. Es ist zu kalt, bla bla bla. Sie wollen unbedingt einen Sommer haben. Und wenn wir dann Sommer haben, dann heulen sie alle rum. Oh, es ist so warm. Hätten wir jetzt doch lieber mal Winter. Kennt ihr eigentlich auch diesen Schmerz, wenn ihr draußen wart? Eure Hände sind so übelst abgefroren. Die sind schon rot vor Abgefrorenheit. Ist das überhaupt ein Wort? Und du läufst einfach nur, sobald du zu Hause bist, schnurstracks in dieses Badezimmer, stellst das Wasser auf komplett heiß und du merkst einfach, wie sich alles in deinen Händen zusammenzieht, deine Hände fangen an zu brennen und du denkst dir nur so, fuck, hätte ich das lieber mal nicht gemacht. Und das letzte Problem ist, was ich selber als Frau hasse und auch als Frau, du kannst ja im Winter nicht shoppen gehen, ohne dich tot zu schwitzen. Das geht ja nicht, ne? Du kannst selbst im Sommer ja schon nicht shoppen gehen, ohne zu schwitzen, aber selbst im Winter kannst du es nicht. Du bist draußen, sind es minus 10 Grad, kommst in die Geschäfte, sind es gefühlt 90 Grad. So, und das waren jetzt meine Mädchenprobleme im Winter. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch weitere Problemarten kennt oder Probleme für dieses Video jetzt, Winterprobleme hauptsächlich, oder Probleme für irgendeine andere Jahreszeit, im Sommer zum Beispiel, oder ob ihr im Gesamten einfach nur noch ein paar Mädchenprobleme kennt, die ich nicht schon in meinem vorherigen Mädchenprobleme-Video erwähnt habe, würde ich eigentlich Mädchenprobleme noch sagen. Ich verlinke euch mein letztes Mädchenprobleme-Video hier oben nochmal. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, das würde mich sehr freuen. Wie schon gesagt, wenn ihr noch weitere Mädchenprobleme kennen solltet, dann schreibt sie mir, ballert sie mir alle in die Kommentare rein. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid oder von meinem Vlog-Kanal, hier oben einmal wieder, wie ihr wisst, ne, oder unten in der Infobox ist auch alles verlinkt, wie mein Vlog-Kanal und schieß mich tot, alles einfach. Und hier unten könnt ihr mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, wie schon gesagt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!